Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in Tallenberg unterwegs und hatten gerade ja erlebt, wie dort die Armee wieder abgezogen ist, zum Glück. Und bei der Suche dann genau festzustellen, was jetzt eigentlich unsere nächsten Aufgaben sind, man hat das hier zwar schon so ein bisschen erahnen können, bin ich nochmal ins Questlog und habe auch im Kodex nochmal rumgelesen, aber da will ich jetzt nicht drauf an. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool gelöst, dass hier wirklich die ganze Geschichte nochmal auch aufgeschrieben wird, auch das, was man getan hat. Und man so vielleicht auch, wenn man mal ein paar Tage nicht gespielt hat, schnell wieder den Einstieg findet, was war gerade passiert, was ist zuletzt passiert, was ist in diesem Kapitel passiert. Und das kann man eben auch für die früheren Kapitel nochmal nachholen. Und nun ist unsere Aufgabe eben, wir wollen die Eltern bestatten. Wir dürfen Tallenberg zwar nicht verlassen, aber vielleicht hat Hauptmann Robert eine Idee. Robert, nicht Robert, Robert. Und wir sollten vielleicht ein Pferd auch nehmen, weil das sonst ein langer Marsch sein kann. Wir erinnern uns, das war schon ein langer Ritt hierher, auch wenn wir ihn vielleicht dann nicht so eilig machen. Nochmal ein Blick hier auf die schöne Landschaft. Vorhin war sie mit Armeen versehen. Und ich glaube auch nicht so ganz, nicht ganz so gestaucht, wie sie jetzt ist, wegen dem Field of View. Wir springen einmal hier runter. Können wir hier ein bisschen plaudern? Gucken wir uns noch mal ein bisschen um oder gehen wir sofort Richtung Dings zurück? Habe ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Nö, das wusste ich noch nicht. Kann ich hier was essen? Genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Ich bin überfressen. Okay. Das stimmt. Echt witzig. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt. Ah, wir können mit den Dorfbewohnern auch richtig sprechen. Gott sei mit dir. Hi. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so. Aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Votava, so ein zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern. Wenn er sie nicht längst verhökert hat. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken? Ja, hab ich. Irgendwie sieht das komisch aus. Da sind die Füße, glaube ich, im Boden drin, ne? Stimmt, da fehlen die Spitzen. Um Himmels Willen, wo hat... Dann können wir mit ihr was anderes reden? Nee, das wird das gleiche sein. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Division so guter Redner ist. Wir hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Fragen Gibt es hier nochmal. jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr. Aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Die kommen nicht wieder. Warum auch? Wir bleiben vorsorglich über Nacht hier und kehren morgen auf die Felder zurück. Also, ich habe schon gesehen, dass es ein paar Glitches geben soll. Ich habe gehört, diese fremden Heiden machen das so. Und Schlimmeres. Die tun nichts. Ist das hier der Händler? Ja, der ist wahrscheinlich da drin. Und was ist das hier? Ach, das ist der Herr Robert. Dann reden wir auch mal mit ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann gezwungen ist, dann sofort weiter zu reisen. Guten Tag. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja. Aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übel gesinnt waren.
Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenbergs Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Warum dann Skalitz? Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Nein, das ist... Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Mist. Na, er hat keine... Er hilft mir nicht wirklich. Ist hier der Händler? Nee. Ich habe einen Händler entdeckt. Das ist hier der Händler. Ja. Vielleicht kann er mir irgendwie helfen. Ich habe ja nichts. Gott sei mit dir. Mal gucken, was hast du denn? Wenn du Geld hast? Nein. Ich habe eine Schatzkarte. Ach nee, der hat eine Schatzkarte. Mein Vermögen 0. Was hat der denn so interessantes? Wein, Fleisch, Retterschnaps. Ach da, 120. Boy, dafür, dass man unterwegs speichern kann. Gibt ja inzwischen dazu auch schon irgendwie Mods, wie man das umstellen kann. Eine Karte, die dich zum Schatz führt. Aber dafür 120 Goldmünzen. Nee. Lassen wir lieber mal. Einmal kurz auf die Karte gucken. Hier ist der Kampfplatz. Okay. Ach so, das ist sozusagen eine zweigeteilte Burg. Das heißt, hier komme ich dann in den... Ne, da komme ich raus. Beste Grüße. Ich
Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Na gut, ich werde es versuchen. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Ich muss mir was überlegen. Gucken wir uns erstmal weiter um. Hier geht's in die Burg zurück. Ja. Ich könnte mal mit der Herrin sprechen. Die war ja eigentlich ganz wohlgesonnen. Oder ich könnte hier runterspringen. Wahrscheinlich ist das als Option sogar durchaus möglich. Aber will ich jetzt irgendwie nicht unbedingt sofort machen. Ich würde mal gerne mit der Herrin ein Wort sprechen. Die schien mir irgendwie sehr wohlgesonnen zu sein. Und ich würde mich dann auch erstmal nicht waschen. Das klingt irgendwie furchtbar. Und ist irgendwie auch sehr merkwürdig. Aber was bist du denn für einer? Nur eine normale Wache? Na, hier kann ich jetzt in meinen Zimmer. Ah, ich muss hier eigentlich nichts machen. Gibt's hier was? Nee. Ich würde es, wie gesagt, mal versuchen. Mit der hatte ich mich doch eigentlich ganz gut verstanden. Ich weiß noch nicht, ob ich hier einfach so rein darf oder ob das Probleme gibt. Da ist sie nämlich. Versuch mal mit ihr zu reden. Sie wird doch Verständnis dafür haben. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Ah, sie kenne ich ganz gut. Jetzt sieht man die Werte hier unten. Und ich habe einen höheren Wert in Redekunst als sie, aber einen geringeren Charisma-Wert. Also. Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind in Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Tada! Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. 25 Groschen. Das ist nicht schlecht. Wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Ach, ich mag das Spiel. Mit den schönen Optionen und auch logischen Gedanken. Was denkst du, Herrin? Ach so. Sehe ich wie ein Wachmann aus Thalenberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Okay. Herrin, was sagt ihr denn dazu? Hoffentlich hat dich Sigismunds Ankunft heute Morgen nicht übermäßig beunruhigt. Nun, es war zu erwarten.
Und dank Gottes Gnade und meines guten Gatten gab es kein Blutvergießen. Es ist etwas anderes, das mich beunruhigt. Mhm. Womöglich täusche ich mich, aber ich ahne Böses. Gewiss irrst du, Herrin. Was sollte dich schon Böses ereilen? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und Sigismund nur ein weiteres Omen dieses nahenden Übels ist. Versuchen wir mal, so eine Rüstung zu bekommen. Im Torhaus. Oder da, wo die anderen Wachen schlafen. Ich habe mich hier aber auch noch gar nicht richtig umgesehen. Weiß auch gar nicht, ob ich das darf. Da muss ich ein Schloss für knacken. Ich habe den Eindruck, dass das hier alles private Bereiche sind. Da liegt ein Buch. Nee, kein Buch. Das ist ein Kissen. Ja. Außerdem kann ich eh nicht lesen. Glaube ich. Ich habe gesehen, dass es da eine Fähigkeit für gibt, die man braucht. Ja, ich weiß nicht, was ich hier oben mache. Gesprächsstand im Gebet stören soll. Kann ich gar nicht gut stellen. Aber es ist interessant. Privatkapelle. Und hier komme ich zum anderen Gang. Interessant. Also echt nett gemacht. Ach, da muss ich das Schloss knacken. Machen wir erstmal nicht. Ich gucke mich erst nochmal so um. Wobei das natürlich sein kann, dass das irgendwie die Rüstkammer ist. Aber ich mag es jetzt ungern, hier irgendwie große Risiken erstmal schon zu Beginn einzugehen. Gucken, ob ich. Vielleicht kann dieser Wächter mir irgendwie helfen. Gott sei mit dir. Was hältst du von der Flucht der Scarletzer? Herr Ratzig ist ein feiner Herr. Hat das Beste draus gemacht und seine Untertanen gerettet. Sieht man nicht alle Tage. Er hatte mit diesem Unwetter Glück. Aber genau das ist es. Zufällig passiert irgendwas und man nutzt es zu seinem Vorteil. Gibt nicht viele, die an sowas denken. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Weiß nicht. Die Thalmberger sind aus dem Dorf geflohen. Das wird also schwierig. Ich gehe immer zum Teichwart. Der kann dir alles besorgen, was du dir vorstellen kannst. Er ist beim Kornspeicher. Aber wenn du was zu beißen willst, geh lieber zur Köchin. Mit der ist besser Kirschen essen. Kann ich an ihm vorbei? Was zur Hölle, Mann? Oh, das ist ein privater Bereich. Ja, ich gehe ja schon. Wahrscheinlich muss ich, wenn ich jetzt mal runter gucke, ist das da ein Turm? Wahrscheinlich hätte ich sogar hier einbrechen müssen. Oder gibt es hier noch irgendwie einen anderen Eingang? Nee. Da geht es auf den Wehrgang. Was ist denn das für ein Ausruf? Ach, das habe ich glaube ich schon mal geguckt, ne? Das ist die... der Aktivitätengeber. Das habe ich mir aber auch noch nicht angeguckt. Den Händler haben wir hier. Und das sind alles unbekannte Orte. Immerhin muss man nicht irgendwo hochklettern, um da weiterzukommen. Was haben wir hier? Da ist eine Kiste. Was ist denn hier in dem Nachbarraum? Kann ich die Tür hier mal zumachen? Hängt hier was ich mitnehmen kann? Nein. Ich versuche mal dieses Schloss zu knacken. Ich habe gesehen, man muss irgendwie... Genau. So, und dann muss man das Schloss drehen und
mithalten mit dem. Was hier ist. Was zur Hölle ist das hier? Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Ja, ich mach die Tür schon zu. Okay. Jemand weiß ich jetzt, wie das Schlossknacken funktioniert. Aber da schläft jemand. Die Wache ist auch irgendwie hier skurril. Ich habe noch dieses andere Zimmer oben. Was ist hier? Es sind hier keine Rüstungen. Also ich habe jetzt schon mal so ein Schild. Da war ich vorhin schon mal in dem Bereich. Das ist ein Hufeisen. Jetzt noch weiter nach unten. Irgendwas konnte ich hier gerade öffnen. Leiter benutzen. Ach so, da kann ich Pfeile nehmen. Und dann haben wir hier eine Kiste, die sehr leicht zu knacken ist. Boah, das ist aber echt nichts für mich, so ein Geschicklichkeitsspiel hier. Da, so, und dann drehen. So, hab eine neue Stufe erreicht. Aha. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, auch wenn es wahrscheinlich furchtbaren Ärger gibt. Sollte man mich damit erwischen. Ziehen wir jetzt nochmal an und lassen uns dann von der Dame. Irgendwie finde ich das. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Okay, ich dachte, ich könnte mich hier gut umkleiden. Dann gehe ich in mein Zimmer dafür. Wahrscheinlich muss man das nicht. Das hat jetzt für mich eher charakterliche Gründe. So, Rüstung. Ah, okay. Da ist so ein Zeichen drin, dass man das... Leichte gepolsterte Kleidung, Nackenschutz. Roter Dings. Verzierter Wappenrock. Ich habe keine vernünftige Hose und vor allen Dingen keinen wirklichen Gesichtsschutz, ne? Kann man hier irgendwas über die ach da, Nahkampf 24, Nahkampf 22. Stichschlag und Wucht. Und dann habe ich ja noch das Schwert. Ach, das ist sehr viel besser.
gucken. Oh, jetzt wird's irgendwie gruselig. Der gestohlenen Rüstung hier durch diese Burg zu laufen. Ich würde jetzt mal an ihr vorbei, weil ich fand das gerade ein bisschen komisch. So von hinten mit ihr zu sprechen. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Was sie meint. Herren. Gott sei mit dir. Verzeih, kenne ich dich? Ah, perfekt. Ich bin es, Herrin. Heinrich. Ach, so habe ich dich nicht erkannt. Ich finde nach wie vor, dass du in der Burg bleiben solltest, aber wie ich sehe, folgst du bloß deinem Herzen. Möge Gott dich beschützen. Vielen Dank, Herrin. Gut, dann wir gehen nochmal bei dem Händler vorbei. Ich will wissen, was der der nicht doch noch irgendwas hat. Jetzt habe ich ja ein paar Groschen in der Tasche. Der war hier vorne, ne? Genau. Sag mal, jetzt... Ich meine, die Schatzkarte werde ich mir nicht leisten können. Aber für 25... Gelobt sei Jesus Christus. Können wir handeln? Wenn du Geld hast... Also, was können wir denn kaufen? Waffen, Nahrung. Kann ich hier... Da ist was. Billigen Wein. Schnaps. Schnaps macht satt, aber hat viel Alkohol. Steinpilz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dörrfleisch. Nicht uninteressant. Dietrich. Da habe ich aber auch schon ein paar. Verband. Drei Verbände. Wie teuer sind die? 24,90. Ich nehme mal ein bisschen Dörrfleisch. Oh, jetzt wird's teuer. Mal gucken. Ach, die habe ich beide an. Kriegt man denn wohl hier dafür? Achso, die verkaufe ich. Ja, die hatte ich. Wieso hatte ich die denn an? Ich kann zwei Knappenschwerter verkaufen. Ich nehme aber die Nadel an mich. Und verkaufe ihm nur ein Knappenschwert. Weil so viel Geld hat der gar nicht. Aber wenn der so viel für ein Schwert bezahlt, dann kann der mir doch auch eine Schatzkarte geben, oder? Und dann verkaufe ich ihm noch ein Knappenschwert. Und jetzt können wir kurz in den Warenkorb gucken. Einmal hier die Info ausschalten. Ich verkaufe und kriege. So viel brauche ich ja gar nicht. Jetzt muss ich zu viel zahlen. Gucken, habe ich nicht noch was ich ihm verkaufen kann? Kann man das nach Geld sortieren? Ja. Ne, das sind ja, ist dann quasi ein Heiltrank. Gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt den Handel abschließen will, mache ich. La
Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Obwohl, ich hätte jetzt natürlich, anstatt ihm 10 zu schenken, auch noch diesen einen Trank mitnehmen können. Na egal. Ich habe jetzt eine Schatzkarte. Die würde ich gerne einmal lesen. Du kannst dein Buch öffnen und versuchen, die Glyphen zu entziffern. Okay. Also da steht ja was von Leditschko. Weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Okay. Sie wollen hier mehrere gerade raus, dann... Lass uns doch einfach mal rausgehen, Wächter. Beste Grüße. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Hey, öffnet das Tor! Los, macht schon auf. Dankeschön. Einiges los. Was ich mal mache, das war jetzt schon ein bisschen was. Ich nehme einen Retterschnaps. Also das kann ich, glaube ich, hierüber genauso einfach machen. Und wir schließen dieses Kapitel jetzt auch erstmal ab. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir versuchen, den Weg in die Heimat anzutreten und die Eltern zu begraben. Macht's gut. Tschüss.